Keine Ahnung mehr, wie das war. Ihr wisst schon, das König der Löwen Titelgetönslied. Ich hole einen kleinen Klassiker nach. Denn einfach aus dem Grund, ich habe König der Löwen früher den Film noch nicht gesehen gehabt, heute noch nicht mal nachgeholt, habe das Spiel auch noch nicht gespielt. Das heißt, oh, difficult, easy. Das war jetzt, nein, easy, nein, wir wollen normal. Komme ich auch wieder raus? Ich will doch raus, to die for. What? Ich will raus. Was mache ich jetzt schon wieder falsch? Ich wollte nur das Spiel starten. Ich will keinen Soundtest machen. Die B-Taste sollte mich zurückführen. Tut sie aber nicht. Okay, jetzt geht's weiter. Schon im... It starts. Das war übrigens Timo oder Pumba. Ich weiß wirklich nicht. Wie gesagt, ich habe früher das ja so teilweise mitbekommen. Ich kann brüllen und kann springen. Aber habe König der Löwen nie aktiv geguckt oder gespielt. Mögt ihr mich doch jetzt bitte steinigen? Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich weiß nicht, es kam einfach nie dazu. Okay. Bam. Okay, das war jetzt zumindest, es geht. Da springe ich mal lieber nicht hoch. Aber... Okay, es ist sehr, sehr beeindruckend, dass das Vieh sich von mir gar nicht beeindrucken lässt, von meinen süßen kleinen Katzengeschrei. Aber es ist doch endlich dieses Katzengeschrei, oder? Sag mal, was, hast du Hunger? Ja. Okay, ah, da oben lässt eine Soundbatterie nach. Seht ihr das da oben? Jetzt füllt sich langsam wieder auf, vielleicht habe ich da einen größeren Brüll. Vielleicht liegt es ja daran. Aber hier komme ich nicht wirklich hoch, oder? Also ich mache das jetzt komplett blind, Leute, ne? Ich verzeiht mir viele Leute, die das früher als Kind extrem gezockt haben. Mach mal rüber und brüll mal jetzt. Jawohl. Jetzt müssen wir wieder unsere Stimmbatterie ein bisschen aufladen. Also für alle, die das früher gezockt haben, ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr den Titel fandet. Denn ein Kumpel von mir sagt, was, du hast das noch nicht gezockt? Da wollte er mich wirklich fast steinigen. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, okay, kann ich die von hinten anschreien? Ja, ich kann die auch von hinten anschreien. Mach ich es jetzt einfach mal. Hol ich mal einen guten alten Disney-Klassiker nach. Denn damals waren Disney-Spiele ja noch... Oh, au. Damals war Disney-Spiele noch geil. Und auf der anderen Seite ist quasi meine kleine Energiebatterieanzeige für Leben. Sieht wirklich aus wie eine kleine Batterie. Boah, Alter, das war ein Kackhauskäfer. Der ist voll mir in der Fresse explodiert. Und draufspringen darf ich auch nicht. Deswegen mache ich mal... Oh, ich hänge da lieber eine Weile rum. Okay, geht's da gar nicht lang. Da muss es doch lang gehen. Hm. Ranhängen? Aber wenn ich jetzt wieder anbrülle, explodiert er doch. Das war sehr clever. Wahrscheinlich hätte ich einfach weiter gemusst. Oh Gott. Zum Glück hat sich die liebe Miezekatze wieder richtig abgefangen. Simba hieß er doch, glaube ich, oder? Oh Leute, ich habe keine Ahnung. Vielleicht soll ich das mich vorher lieber erkundigen, bevor ich solche Spiele zocke. Aber ich finde, es gibt so viele Titel im Leben, die man nicht gezockt hat, die hätte man eigentlich hätten zocken sollen. Beziehungsweise so viel sehen hätte man sollen, was man nicht gesehen hat. An Franchises, Movies, Serien und so weiter. Da finde ich das gar nicht mal so schlimm. Das sollte man mir einfach mal nachsehen. Kommst du jetzt da hoch, kleine, bockige Miezekatze? Ich will das, egal was es ist, ich will es da oben aufsammeln. Ich komme aber nie da wirklich so richtig hin. Huah, huah, der Marienkäfer, es ist meiner. Okay, das ist, glaube ich, Zeitverschwendung. Ui, okay, wenigstens das hat funktioniert. Drehe ich mal irgendwas zum Fressen? Also im Springen kann er nicht brüllen, der Kleine. Sehr, sehr schade. Oh, ich glaube... Ja, wieder voll Energie und da oben ist wohl noch ein One-Up. Da kommen wir aber so nicht hin. Schade. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran zum Brüllen. Komm schon, ich brüll dich kaputt. Na komm, Batterien machen wir aufladen. Tief in der Lunge zirkulieren. Und? Sehr schön, das ist die richtige Entfernung. Schmetterling, ein Schmetterling. Jedes Tier steht auf Schmetterlinge und will den Schmetterling. Ey, Schmetterling, warum kannst du durch die Wand und ich nicht? Das ist scheiße. Ah, mach was mal weiter. Ich will auch ein bisschen was vom Titel zeigen. Für andere Leute, die den Titel vielleicht nicht gezockt haben. Oder auch für die Leute, die es in der Kindheit... dieses Spiel abgöttisch geliebt haben. Oh, da oben ist auch noch was. Uah, da komme ich aber auch nicht ran. Aber wenigstens kriege ich jetzt das Käferchen. Nein, scheiße. Wenigstens kriege ich jetzt das Käferchen. Nein, scheiße. Probieren wir es nochmal. Käferchen? Jawohl. Keine Ahnung, was das bringt. Ah, die Lebensanzeige bringt da hoch. Das müsste der Zwischenspeicherspot sein. Ich meine, ein paar Elemente erkennt man sofort wieder, weil sie halt aus anderen Jump'n'Runs, ich will mal sagen, entliehen sind. Nicht direkt geklaut, nein, Disney klaut ja nicht. Die entleihen nur. Ich will zum Leben. Das sollte ja hier irgendwo... Da ist es. Oh, geht's hier unten auch nochmal? Nein, du blödes... Na gut, egal. Wir haben eine lang genug Energiezeige. Energieanzeige meine ich natürlich. Und im Prinzip dürfte das Spiel auch nicht so schnell so schwer werden, dass wir hier nicht ein bisschen was reißen könnten, zumindest. Ich weiß auch nicht, wie sich diese Super Nintendo-Version, die ich jetzt zocke, von anderen Versionen unterscheidet. Sagen wir jetzt mal Master System,
Oder von mir aus Saturn oder Mega Drive. Ich glaube Mega Drive. Mega Drive ist die richtige Gegenversion zum Super Nintendo. Okay, jetzt erstarrt es schön. Da oben reißt sogar das Maul auf. Oh, das hat mir sogar wehgetan, aber wieso? Gut, manches muss ich jetzt nicht so ganz so raffen. Ist aber egal. Übrigens, mit Sega werde ich gerade erst so ein bisschen warm. Wird vielleicht vielen auf meinem Kanal aufgefallen sein, dass ich relativ wenig Sega-Konsolen-Let's Play habe, weil ich einfach früher total auf der Super Nintendo-Schiene war. Das mittlerweile nicht direkt bereue. Super Nintendo war eine verdammt geile Zeit. Und N64 und so weiter. Aber ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen. Endboss? Okay. Okay, er ist erschöpft. Dann kann ich raufhüpfen. Jetzt? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich bin aber trotzdem... Nee, ich habe noch genug Energie. Du fette, langsame Scheiße aus Hygiene. Das war schon! Das war jetzt Zufall, ich habe doch gar nichts. Egal. Sieg ist Sieg. Yeah. Sprachausgabe. Geil. Ein Super Nintendo-Spiel Sprachausgabe. Schon das ist ein Qualitätsmerkmal, was man selten hat. Oh, Bonus-Level. Ich bin Pumba. Das ist doch Pumba, der andere ist doch Timon, oder? Nein! Wir haben da drei erwischt. Warum schmeißt das andere Vier auch so schnell runter? Vielleicht können wir es mit Röbsen ja in der Luft anhalten. Ja, das finden wir später noch raus. Für irgendwas muss das Röbsen ja gut sein. Can't wait to be a king. Oder be king, yes. Hey, das ist schon geil. Das sind originelle Jump'n'Runs. So liebe ich's. Ah, mein Kumpel hat schon recht gehabt. Die Katze kann auch schwimmen. Das wurde jetzt kein Lebensverlust sein. Das war ein Lebensverlust. Mieze-Katze, lern doch wenigstens mal schwimmen. Yeah. Aber schon die Musikabstimmung? Schon wieder? Habe ich den gesoffen oder was? Das ging doch... Das ist doch nicht normal. Die kann man bei sowas verrecken. Nochmal. Die leichteste Stelle in einem Spiel, die man sich vorstellen kann. Und ich mache da die große Nudelpasteur und fliegt dauernd daneben. Ja, keine Ahnung, wie es jetzt mit Nudelpasteur meinte. Ist mir gerade so durch den Kopf gerutscht, das Wort. Wahrscheinlich, weil ich letztens beim Italiener... Sterbe ich jetzt wirklich? Alter, Morf, jetzt reiß dich mal zusammen, du blamierst dich gerade. Das Publikum, also die drei Leute, die zuschauen, die lachen sich jetzt schon kaputt. Dass ich mit der alten Wildkatze hier nicht so richtig hüpfen kann. Mit Simba. Er hieß doch Simba. Oder Kimba? Nee, er muss Simba hießen. Einfach aus dem Grund, Och, Mann, bin ich scheiße. Ja, nochmal, bitte. Ich lerne doch weiter. Oder hieß er Kimba? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, weil Disney hat diesen Stoff ja volle Kanne kopiert vom kleinen weißen Löwen, der früher schon als Zeichentrick gelaufen ist. Und zwar war dieser Zeichentrick-Comic aber dabei so alt, dass der hornalt war, dass ich selbst als Kind dachte, das wäre ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Aber Disney hat einfach mal gedacht, der Stoff ist noch gut genug. Yeah, wir haben es endlich geschafft. Es war ja auch peinlich. Leute, glatten Continue verspielt an so einer Stelle, weil ich mich wie der letzte Horst mal angestellt habe. Wir brauchen keine Affen. Wir springen von Nest zu Nest. Okay, wir brauchen Affen. Okay, hier gibt es gar keinen Affen. Aber das Nilpferd, Nashorn mache ich natürlich. Okay. Das ist eine Art Try-and-Error-Strecke. Warte, ich will noch mal mich am Schwanz festhalten. Yay! Das hört man nicht oft aus den Worten eines Mannes heraus, dass er das möchte, ich weiß, aber es gibt Dinge, die muss man einfach im Leben mal gemacht haben. Und das ist, sich einen Nashornspann festhalten. Jetzt wirf ihn in die andere Richtung. Du? Okay, das ist schon so geplant. Jetzt hab ich's verstanden. Ja, die Donkey Kong Fasslevel sind alle ein bisschen leichter zu durchschauen. Der hat mich auch nicht gegriffen. Okay, dann habe ich es doch nicht gerafft. Aber ich muss ja da oben lang, ansonsten wird's ja nichts. Okay, ich lasse mich nochmal auf das Nest hochtransportieren. Komm, liebes Nashorn, werd nicht müde, mich zu werfen. Ich habe jetzt echt gedacht, wenn ich zu den anderen Affen hinschmeiße, wirft der mich gleich weiter. Aber wahrscheinlich geht das nur mit Nashorn-Power. Okay, ich raff's jetzt wirklich nicht. Jetzt hier lang und dann an den... Vielleicht kann ich mich ja hochschwingen, aber ich weiß es doch nicht. Lila Affe! Ich probiere es nochmal über Nester. Okay, jetzt gucken wir uns die ganze Sache einfach nochmal an. Muss ich vielleicht vorher erstmal einen Brüller loslassen? Brüller! Ja. Nein, ich wollte doch noch nicht... Nochmal. Ich bin sicher, jetzt sind es noch zwei Leute, die zugucken. Keine drei mehr. Wenn ich so spiele wie der letzte Mensch. Okay, der Brüller ist es nicht. Aber der Affe da unten, der wackelt doch so schön mit dem Schwanz, als würde er mich transportieren wollen. Komm, transportiere mich. Transportiere mich. Okay, jetzt? Ne, jetzt habe ich nur noch verunsichert.
I don't understand what going on here. Muss ich vielleicht den Affen da oben erstmal ausschalten? Okay, nochmal hoch. Kann es das sein? Dass ich den erstmal hier anbrüllen muss, der mich jedes Mal runterkegelt? Das wäre ja dann er hier. Nur der ist absolut unbeeindruckt. Den hier vielleicht? Okay, er hat sich in eine andere Richtung gedreht. Aha, Rätsel. Uhu, erkannt. Jetzt? Yay! Und? Originell gemacht? Hätte nicht gedacht, dass da wirklich ein Rätsel ist. Und jetzt regnet es schön mit Vogelstrauß durch die Gegend. Könnt sogar springen. Wir müssen hoch. What? Hä? Was war? Was zum Henker? Was das? Was? Hä? Okay. Ich habe nichts gerafft. Und wir fangen wieder von vorne an. Ja, das kann ja was geben, wenn ich nicht mal das hinkriege. Nein, 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 nein. Okay. Eieieiei. Was hätte man einer raffen sollten, was ich da mache? Erst einen Affen anbrüllen? Wie so ein Brüllaffe damit irgendwas... Das hat man vorhin schon gehabt. Ich muss ein bisschen Schwung holen. Also wenn er aus dem Stand springt, man denkt zwar, er schafft das, weil er ziemlich flink aus dem Stand ist, aber das reicht dann doch nicht aus. Also ein bisschen Schwung muss ich schon holen. So wie es aussieht. Bäm, dann schafft das nämlich ohne El Problemos. So, jetzt gehen wir gleich mal da oben den Affen anbrüllen. Mein, welche peinliche Leistung in so einem eigentlich schrägstrich einfachen Spiel sich so fertig machen lassen. So, lieber Affe, hat gedreht. Wirf mich, wirf mich. Den muss ich auch noch umdrehen, den Typen. Gut, genug gespielt. So, jetzt aber. Hep, hep. 2, 3, 4, Katzenwurf. Wuhu, Kimba, Simba und Schrägstrich. So, okay, man kann auch ein bisschen höher hüpfen. Ich raff's aber trotzdem nicht mit dem Pfeil nach oben, was das soll. Ich hüpfe jetzt und bleib oben am Baum hängen. Ich raff's einfach nicht. Während er zusammenfällt wie ein betrunkener Affe als Tiger. Ja, nein, wir haben kein Continuum mehr. Nein, ich hab voll gefehlt. Das ist passiert, wenn man blind zockt von ziemlich guten Spielen. Man kann sich ziemlich doll blamieren. Ja, okay, ich hab's gerafft, dass ich kein Continuum mehr hab. Das Lied, das geht voll rein. Okay, wir probieren es aber trotzdem nochmal. So einfach möchte ich ja jetzt nicht aufgeben. Sieht aus, wie ein Teddy da hochheben. Und it's end, wenn ich so spiele, wie ich gerade gespielt habe. Okay, Speedrun. Immer wichtig, bei der zweiten Runde, die man als Let's Player so hinlegt, will man einen Speedrun machen. Vor allem, wenn man gerade so jämmerlich verloren hat. Das heißt, man verliert keine unnötige Zeit, sondern macht alles in einer wunderschönen, smoothen Bewegung, wie ihr es jetzt gerade seht. Hört lieber nicht auf das, was ich sage. Aber man versucht zumindest so gut wie möglich durchzukommen. Okay, ich muss berühren. Okay, reicht auch so. Ich kann auch draus springen und dann explodiert er? Oh, hat das vorhin nicht funktioniert? Nun, egal. Wir haben allerdings auf jeden Fall was Neues gelernt. Bäm. Kleiner Kackhauskäfer. Ist natürlich auch ein beschissenes Leben. Du bist irgendein Tier, was beim kleinsten Anzeichen von Stress sich einfach selber sprengt. Braucht man jetzt nicht unbedingt, sag ich mal. Kann ich mir bessere Lebenswandel vorstellen, außer mich selbst in die Luft zu sprengen. Aber heutzutage betreiben das ja auch manche Menschen als Hobby. So. Okay. Das war jetzt wieder eine politische, kritisierende Aussage. Bitte nicht hinhören, liebe Terroristen. Das ist nicht so böse gemeint, aber ihr seid Vollidioten. So, danke. Hallo, ich will mal richtig brüllen. Ja. Ja. Oh, Schmetterling, Schmetterling. Wuhu. Brüllen. Gut, hat funktioniert. Nein, das war... Ui. Uiuiuiui. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas wie Fallschaden eigentlich kriege. Habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Dich wollte ich eh noch umbringen, weil du mich getroffen hast. Bäm. Kommen die Gegner hier wieder erneut? Das wäre ziemlich lästig. Nein, die sind alle tot, die ich umgebracht habe. So muss das in einem Disney-Spiel sein. Keine Wiedergeburt. Was tot ist, ist tot. So, sieht nämlich aus. Das ist die Moral, die uns Disney mitgeben möchte. Nochmal berühren da oben. Yay. Hat uns nichts gebracht, nicht so schlimm. Ah, wieder falsch gesprungen. Hier war noch das Leben, das würde ich mir trotzdem jetzt mal holen. Trotz Speedrun-Allüren. Was ist das für ein abgefahrener Sound? Hört ihr das auch? Hat das Spiel jetzt einen Fehler? Habe ich schon wieder gebuggte Version gekriegt oder was?
Okay. Hat sich kurz mal durch Pause drücken, hat sich das ekelhafte Geräusch verflüchtigt. Vielleicht musstet ihr das auch gar nicht hören und das war nur ein kleiner Fehler meiner ROM. Wie ihr wisst ja, ich zocke ROM aus dem Grund, weil ich nicht original abgreifen kann. Ist halt leider so. Ei, 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 ei. Runter da. Schön alles voll gemacht, dass wir den Endgegner nochmal besiegen können. Der war ja auch ziemlich sackgängig und ist auf einmal tot umgefallen, weil wir ihn angehaucht haben. Ich habe keine Ahnung, von was er so tot umgefallen ist. Auf jeden Fall war es nicht unser Skill. Da war, vielleicht ist er doch, das war unser Skill. Er hat uns ausgelacht und ist einfach umgefallen. Yeah, Boss Time. Okay, das war schon Fehler Nummer 1. Jetzt ist er müde geworden. Das sieht man an dem fetten Plauzenbauch, den er da hat. Okay, er kann das zweimal. Und wir sind schon gut wieder tot. Das war schon. Yay. Jetzt kommt wieder ein... The light touches is our kingdom. Genau. Alles, was das Licht befummelt, ist unser Königreich. Das ist toll. Ein bisschen arrogant und ein bisschen groß gefasst. Aber hey, man kann nicht alles haben. Okay, Rülpsen hält wahrscheinlich... Oh, ich werde immer schlechter. Ich habe einen einzigen verdammten Käfer errülpst. Road to Monkeys. Okay. Nun gut. Es kann ja jetzt nur besser werden bei dieser Variante oder Version. Nein, okay. Ich wollte nur mal kurz mal Springverfahren, nochmal Sprungverhalten auschecken, bevor ich jetzt hier rocke. Ist klar, ich spiele wahrscheinlich eine halbe Stunde und ihr seht nicht das dritte Level. Ungefähr. Das ist doch nicht wahr. Okay. Nicht ärgern, es ist nichts passiert. Glaube an deinen Skill. Oh Gott, damit ist es wohl vorbei. Ich glaube, Leute, ich spiele wirklich gut. Ich spiele manchmal besser als andere Leute. Bloß nicht in Let's Plays, so wie es aussieht. Okay, Affe, du zuerst. So, jetzt wo ist der andere Affe? Oh, hier noch Rätsel lösen. Okay, jetzt haben wir den auch verschüchtert. Liebes Nashorn, katapultier uns mal. So, jetzt wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das soll, dass wir irgendwann mal hüpfen sollen. Verstehe ich ja. Aber wir krachen ja dann irgendwie an die Baumwipfel ran. Oder so ähnlich, ich habe keine Ahnung. Ich renne jetzt einfach mal so lange, bis ich irgendein Hindernis sehe und dann springe ich. Ja. Na geht doch, wo muss ich denn schon beim Pfeil und ducken und hoch? Ja, das läuft doch wunderbar. Hoch? Oh, ich bin an irgendeinem beschissenen Nest hängen geblieben. Und schon wieder bricht er zusammen, als hat er getrunken. Aber jetzt ist es wirklich eindeutig, die Pfeile kommen einfach nur 20 Minuten davor. Da kann man sich drauf einstellen, was jetzt kommt und dann hüpft man. Ja, relativ einfach, wenn man mal weiß, wie es geht. Die Musik hat aber durchaus was. Hat sehr, sehr viel Charme. So, jetzt sind wir gleich hier oben auch gleich. Ey, ich will dir mal was erzählen. So. Du, dein Kumpel hat gesagt, du bist... Genau. Yay! Wir die Affenbahn nutzen, die Affenautobahn. Yay! Und wieder rüber. Damals war die Umwelt in Japan, wollte ich gerade sagen, in Afrika noch in Ordnung. Gab es nicht so viel Knatschereien und Zerstörung wie heute. Da konnten noch die Affen als Autobahn benutzt werden. Viel zu früh gesprungen. Diese Pfeile sind so scheiße. Weil man fällt zu früh drauf rein und ich spiel kacke. Okay, los Simba. Kimba. Simbika. Ich nenne jetzt einfach Kasimba oder so ähnlich. Letztes Leben, wenn ich jetzt verrecke, gebe ich auch auf. Da bin ich einfach zu schlecht für dieses Spiel. Dann habe ich es einfach nicht verdient, das dritte Level zu sehen und damit ihr auch nicht. Und müsst dann mich leider deabonnieren, ein Dislike geben und zu einem guten Let's Player gehen, fürchte ich beinahe, weil ich es nicht drauf habe. Weil ich einfach nur schlecht bin. So, boah, war's deprimierend. Nein, bleib bitte hier, ich brauche doch mein Publikum. Affe? Yay, und wieder hoch. Und weiter und ja, und hatten wir alles schon mal. Das heißt, auch bei den Nestern muss ich relativ spät springen. Das macht es aber auch nicht leicht, finde ich. Dass man manchmal nicht weiß, wie spät, wie zeitig man springen soll. Schön, dass die Pfeile kommen. Das hilft mir aber beim Ducken, weil das kann ich die ganze Zeit lang machen. Das hilft mir aber nicht direkt beim Springen, weil da springe ich dann trotzdem erst, wenn ich sehe. Okay, eins, zwei. Das war doch, da funktioniert! Was soll denn der Scheiß? Ja, dann halt nochmal. The King has returned. Du Arschloch, Alter, mit deinen dämlichen Pfeilen. Das war doch eindeutig richtig. Ich raff's nicht. Kann mir das mal jemand erklären von euch Leuten, die da draußen Ahnung haben? Jetzt mal ehrlich.
Nein! Was? Ich hab doppelt... Nein! Ich bin doppelt gesprungen! Ey, ich langsam überlege ich mir echt, ob ich das Let's Play überhaupt jemals veröffentliche. Das ist ja echt grausam. Was spiele ich denn für einen Mist zusammen? Aber ich lasse es trotzdem, hoch. Habt ihr wenigstens was zu lachen oder zu weinen, je nachdem. Das will man ja als Let's Player machen. Man will Gefühle quasi aktivieren. Egal ob negative oder positive, man will immer Gefühle aktivieren. Was man gerade braucht. Habt ihr jetzt einen richtig guten Tag gehabt? So richtig, richtig guten Tag, ne? Und ihr könnt es vor lauter Glück und Freude auf der Welt nicht aushalten. Dann könnt ihr jetzt das Let's Play angucken und sagen, ja, das ist ein perfektes Gegenmittel gegen diese Freude, die ich empfinde. Denn zu viel Freude ist ja auch nicht gesund. Haben ja manche Leute schon tot gefreut, habe ich gehört, ne? Boah, das ist, deswegen mache ich das hier eigentlich. Ich will Tränen erzeugen. Vor allem bei mir selbst. Okay, ich springe jetzt trotzdem bei den dämlichen Elefanten im letzten Moment. Egal, ob der Doppelsprung anzeigt oder sonst da was. Weil irgendwie darf der Strauß ja nicht drauf landen. Und da scheißen wir jetzt mal auf den Doppelsprung, keine Ahnung. Dann geht's nämlich auch. Ihr verfluchten... Ich achte nie wieder auf die scheiß Pfeile. Und ich werde trotzdem auf die Pfeile achten. Okay, jetzt ist Schluss. Ey, ernsthaft jetzt? Ich habe mich die ganze Zeit trollen lassen. Und während die... Hier ist eine übelste Nilpferd-Party. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Moft langsam unzufrieden werden. Aber... Aber er hat sich doch... Er soll sich doch da ver... Ey, ich hab keinen Bock mehr! Scheißspiel! Gutes Spiel! Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hau lieber ab für heute. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich werde jetzt noch kurz einen Controller zerbrechen gehen. Disney aufsuchen. Walt Disney umbringen, falls er nicht schon tot war. Ne, ihr wisst das ja, er ist leider schon gestorben. Man soll sich über Tote nicht lustig machen und sollte keine Mordung an Tote geben. Aber ich habe gerade Lust, jemanden umzubringen und erst recht mir einen Controller. Und dann hänge ich mich wahrscheinlich damit auf. Das war heute echt traurig. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, schaut beim nächsten Video wieder rein. Da kann es nur noch frustrierender werden. Also, bis die Tage und ciao.